Im Video zum Thema, was für eine Rendite kann ich erwarten, wenn ich mein Geld anlege, wird bereits erläutert, dass Renditechancen abhängig sind vom Risiko, das man eingehen kann und will. So haben zum Beispiel Aktien im Vergleich zu Obligationen höhere Renditeerwartungen. Sie haben aber auch ein höheres Risiko in Form von Kursschwankungen und damit potenzielle Verluste. Um das Risiko von einer Anlageklasse oder von einem Anlageinstrument zu messen, wird oft Volatilität beizogen, die das Ausmaß der Kursschwankungen beschreibt. Ist die Volatilität von einer Anlageklasse oder von einem Anlageinstrument hoch, kann man einerseits mit höheren Renditeerwartungen rechnen, andererseits ist aber auch das Risiko von einem Kursverlust höher. Zusammengefasst kann man sagen, dass Rendite und Risiko sehr eng zusammenhängen. Nehmen Sie mehr Risiken in Kauf, können Sie mit höheren Renditechancen rechnen. Wenn Sie aber das Risiko reduzieren möchten, dann sind auch entsprechend die Renditeerwartungen tiefer. Überlegen Sie sich also, bevor Sie investieren, wie viel Risiko Sie aufgrund Ihrer finanziellen Situation eingehen können und wollen, ohne dass Sie schlaflose Nächte haben. In Bezug auf die Frage ist es besonders ratsam, sich von einer Fachperson beraten zu lassen.